Sie wollen eine Energiegemeinschaft gründen oder sind bereits Mitglied einer Energiegemeinschaft und fragen sich, ob die neue flexible Kapitalgesellschaft, kurz FlexCo, ein geeigneter Rechtsträger für Ihre Energiegemeinschaft ist? Wir haben hier in 3 Minuten Umweltrecht einen kurzen Überblick für Sie. Herzlich willkommen bei 3 Minuten Umweltrecht. Mein Name ist Manuela Scheidel, ich bin Rechtsanwältin in der Energie- und Umweltrechtskanzlei Niederhuber und Partnerrechtsanwälte mit Sitz in Wien, Salzburg und Graz. Eine Energiegemeinschaft braucht entsprechend der unionsrechtlichen Vorgaben einen Rechtsträger mit eigener Rechtspersönlichkeit. Die in der Praxis bereits gängigen Rechtsträger für Energiegemeinschaften sind der Verein und die Genossenschaft. Aber kann die flexible Kapitalgesellschaft auch ein geeigneter Rechtsträger für ihre Energiegemeinschaft sein? Nun ja. Die flexible Kapitalgesellschaft basiert im Wesentlichen auf dem GmbH-Recht und enthält einige Neuerungen, die wir bereits teilweise aus dem Aktienrecht kennen. Eine der wesentlichen Neuerungen im Zusammenhang mit der flexiblen Kapitalgesellschaft ist die Einführung sogenannter Unternehmenswertanteile, deren Ausgabe im Gesellschaftsvertrag vorgesehen werden kann. Unternehmenswertanteile sind nach dem Vorbild stimmrechtsloser Vorzugsaktien Geschäftsanteile, die stimmrechtslos sind und dessen Inhaber lediglich gewisse Informationsrechte und Gewinnbeteiligung gewähren. Einige Gründer von Energiegemeinschaften überlegen daher, ihre Energiegemeinschaften als flexible Kapitalgesellschaften auszugestalten und dabei selbst reguläre Geschäftsanteile zu übernehmen und die übrigen, meist überwiegende Anzahl an Mitgliedern im Wege von Unternehmenswertanteilen zu beteiligen, weil die überwiegende Anzahl oft rasch wechselt. Zu beachten ist hier allerdings, dass die unionsrechtlichen Vorgaben für Energiegemeinschaften nicht nur eine unmittelbare Beteiligung der Mitglieder der Energiegemeinschaft an dessen Rechtsträger verlangen, sondern auch eine wirksame Kontrolle. Diese unionsrechtliche Vorgabe wurde in österreichischem nationalem Recht nicht wortwörtlich übernommen, ist aber dennoch im Hintergrund zu behalten. Denn jede Gestaltungsform, die die Kontrolle der Mitglieder der Energiegemeinschaft einschränkt, so auch Unternehmenswertbeteiligungen an flexiblen Kapitalgesellschaften, bringt aus derzeitiger Sicht eine gewisse regulatorische Unsicherheit mit sich. Die flexible Kapitalgesellschaft bietet abseits von Unternehmenswertanteilen im Vergleich zum GmbH-Recht aber auch einige andere Neuerungen, die für Energiegemeinschaften interessant sein können. Um nur 2 davon zu nennen, die Übertragung von Geschäftsanteilen an flexiblen Kapitalgesellschaften bedürfen keines Notariatsakts und die flexible Kapitalgesellschaft kann eigene Anteile erwerben, wenn das im Gesellschaftsvertrag vorgesehen ist.